auf der Anuga. Es ist Sonntag und es ist der letzte Tag der Vorbereitungen vor dem Finale für Koch des Jahres. Wir gehen zu den Kandidaten und schauen mal, was sie mitgebracht haben. Hallo Fabio, ich setze mich mal zu dir. Sag mal, du bist schon total erschöpft, dass du dich hinsetzen musst? Ja, genau. Also wir haben gestern bis ca. 1:30 gearbeitet, dann das Auto beladen und dann sind wir von Salzburg 700 Kilometer hergefahren. So, was ist das, die Einkaufsliste hier? Nein, die To-Do-Liste für uns zwei für morgen. Wir haben sie zu Hause vergessen. Jetzt schreiben wir sie neu. Es ist unglaublich klein hier. Und du hast auch noch einen Assistenten dabei. Wie kommt der hier zurecht? Ja, wir teilen uns einfach gut auf. Wir haben im Backup ziemlich viele Kühlmöglichkeiten. Und hier vorne haben wir einen Servicekühlschrank und wir kriegen das alles unter. Ich habe noch nie so eine dicke 5 Kilo Schlagsahne. Meine Güte, die werden ja ganz... Aber nicht alles brauchen, ja. Werden total dick werden, unsere Jurymitglieder. Also wir brauchen vielleicht maximal einen halben Liter, Liter. Ja, also für alle. Die schwierigste Situation ist hier einfach... Klar, die Hardware, die Ergonomie, die Tische sind so klein, wir haben nicht genügend Platz, wir haben viele Wege, die wir noch nicht kennen. Wo ist die Ware? Wir müssen bestimmt viel suchen. Dann drückt die Zeit, immer nur die Zeit. Das heißt, genau in den entscheidenden Momenten wird sich zeigen, ob wir eine gute Planung gemacht haben. Was habt ihr mitgebracht? Ja, die halbe Küche, wie gesagt, von zu Hause. Wir haben einen Thermomix, wir haben einen Entsafter, wir haben eine Aufschlagmaschine, Fritteuse, Wasserbad. Martina, und das nur für 6 Personen, das ist immer so das Wichtige. Ja, man denkt, wir machen 100er Bankett, aber die machen nur ein 3-Gang-Menü für 6 Personen. Und wer ist das auf dem Bild? Das ist meine Frau und mein 3-jähriger Sohn. Und die sind sowohl morgen dabei, als auch in Gedanken jetzt schon. Wie sind die Kollegen? Nett. Na, also man kennt ja schon viele bekannte Gesichter von Salzburg und Christian kenne ich schon von der Arbeit zusammen im Landhaus, haben wir schon 1,5 Jahre zusammengearbeitet. Und Sascha kenne ich schon lange und die Neuen, da freue ich mich schon drauf, die kennenzulernen. Ich sehe da komische Geräte, was ist denn das? Beim Dessert gibt es Kirschwasser und das wird dann vor der Jury wieder noch mit Kirschwasser das Eis parfümiert. Das wird die weibliche Jury überzeugen. Hoffen wir, ja. Wo ist denn dein Arbeitsplatz eigentlich? Mein Arbeitsplatz ist gleich hier gegenüber. Mit Bild bestückt. Der Michael Bahn und ich sind vorne drauf, ist also nicht zu verkennen. In welcher Situation wirst du nervös werden? Ich werde ab morgen früh richtig nervös werden, wenn es losgeht. Ich meine, es ist ein wichtiger Wettbewerb. Wir haben alles getan, alles vorbereitet, so gut wir konnten. Und morgen liegt es dann einfach an der Tagesform und an der Gestaltung unseres Menüs, glaube ich. Die ganze Woche war etwas mühsam, die ganze Ware. Dann kam leider noch dieser Feiertag dazwischen, der alles auch noch so ein bisschen über den Haufen geworfen hat. Was ist denn der Unterschied zwischen in der Küche kochen für Gäste oder auf einem Wettbewerb? Ja, sag ich mal, in der Küche habe ich meine Struktur in der Küche. Die habe ich mir so zurechtgelegt, wie mir alles passt. Und hier beim Wettbewerb ist natürlich alles neu, alles anders. Da muss ich mir dann halt Lösungen einfallen lassen. Ich denke, das ist das Spannende an einem Wettbewerb. Die Entscheidung ist gefallen. Wir haben hier unsere ersten Startkandidaten. Du bist vor allem der allererste. Wie ist das? Ja, das heißt mal früh aufstehen wieder. Also wir werden morgen, glaube ich, um 5:30 aufstehen, dann nochmal den ganzen Ablaufplan durchgehen und dann werden wir auch schon herfahren.